Hey Leute, vor einigen Tagen war der Fall Rebecca Reusch erneut in den Medien, weil es ein paar Neuigkeiten gibt. Ich begleite den Fall schon seit ein paar Jahren hier bei YouTube, sowohl auf dem Hauptkanal als auch hier bei Insolito Crime News. Der Vollständigkeit halber berichte ich euch heute, warum der Fall gerade wieder so ausführlich besprochen wird. Das Bild von Rebecca kennt ihr sicherlich alle. Die damals 15-Jährige ist im Februar 2019 in Berlin verschwunden. Seither ist ihr Vermisstenfall zu einem der bekanntesten überhaupt geworden. Und immer wieder tauchen neue Hinweise und Angaben auf. So auch vor kurzem, im Juni 2024. Eine Zeugin gibt an, am Tag von Rebeccas Verschwinden in Großzieten eine verdächtige Beobachtung gemacht zu haben. Nämlich ein Zelt, das über einem geöffneten Gullideckel aufgebaut wurde. Und neben diesem geöffneten Gullideckel soll ein pinkfarbener Renault Twingo gestanden haben. Und mit so einem Fahrzeug war bekanntlich Rebeccas Schwager unterwegs, der zeitweise als Verdächtiger in dem Fall galt. Die Zeugin gibt an, ihre Beobachtungen kurz nach dem Zeugenaufruf mit der Polizei geteilt zu haben. Es habe aber mehrere Wochen gedauert, bis sie eine Rückmeldung von den Ermittlern bekommen habe. In welcher Straße genau sich der Gully befinden soll, ist nicht bekannt. Und trotzdem soll ihn jemand gefunden haben. Die Bild-Zeitung berichtet, dass jemand sich nach der Berichterstattung in den letzten Tagen an dem Gully zu schaffen gemacht haben soll. Mit welchem Ziel und unter welchen Umständen ist unklar. Und es gibt noch eine weitere Zeugin, die sich bei den Medien gemeldet hat. Eine Freundin, die angibt, eine ehemalige Freundin der Familie Reusch zu sein, hat mit der BZ gesprochen. Die Zeugin bleibt auf eigenen Wunsch anonym, hat aber neue Details bekannt gegeben. Sie gibt an, bei der Polizei bereits eine Aussage gemacht zu haben. Dort habe man ihr davon abgeraten, mit ihren Beobachtungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Mehr als 5 Jahre später tut sie das nun trotzdem. Im Dezember 2020 hat die Polizei ein Waldstück im Ortsteil Wolzig durchsucht. Zuvor hatte sie einen Tipp erhalten, dass dort am Tag von Rebeccas Verschwinden ein verdächtiger Mann mit Fahrzeug gesehen wurde. Ein Fahrzeug, das dem Fahrzeug ähnlich sah, mit dem Rebeccas Schwager unterwegs war. Laut der Zeuge, mit der die BZ gesprochen hat, hat Rebeccas Familie sich bei einer Feier über diese Ermittlungsmaßnahmen lustig gemacht, weil die Polizei eben nur das Waldstück durchsucht hat, nicht aber 2 Gartenlauben, die auf einem angrenzenden Grundstück stehen. Und im Zusammenhang mit der vorangegangenen Verdächtigung des Schwagers hinterlässt das einen bitteren Beigeschmack. Leider ist es auch bei diesen beiden Neuigkeiten wie mit vielen anderen im Fall Rebecca Reusch. Es handelt sich um Hörensagen. Und für alle gilt natürlich nach wie vor die Unschuldsvermutung. Ich hoffe wirklich, euch irgendwann von einem Ermittlungsdurchbruch berichten zu können. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, abonniert Insolito Crime News gerne, um nichts zu verpassen. Auch in einem anderen Fall aus Deutschland gibt es Neuigkeiten. Leider keine guten. Seit April 2024 wurde der 6 Jahre alte Arian aus Elm in Bremervörde vermisst. Zeitweise waren bei der Suche nach dem Jungen mehr als 1000 Personen im Einsatz. Nun wurde sein Leichnam gefunden. Ein Landwirt machte am Nachmittag des 24. Juni die traurige Entdeckung. Bei seiner Arbeit im Landkreis Stade fand er den Leichnam eines Kindes auf einer Wiese. In Stade wurde bereits zuvor nach Arian gesucht. Laut der Bild-Zeitung hatten Ermittler sogar die genaue Wiese, auf der nun ein Leichnam gefunden wurde, abgesucht. Der genaue Auffindeort soll die Gemeinde Berste sein, etwa 300 Meter vom Gemeindeverbindungsweg Eickhoff entfernt. Zwischen Arians Wohnort in Elm und Berste liegen etwa 3 bis 4 Kilometer. Derzeit wird laut Medienberichten vermutet, dass er ohne Fremdverschulden verstorben ist. Und das war's mit den Updates für heute. Wenn ihr öfters Updates zu aktuellen Kriminalfällen sehen möchtet, abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank schon einmal im Voraus und vielen Dank auch für eure Unterstützung. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.